Hi Leute, so in dem Video zeige ich euch, wie man einfach mal profimäßig den Smoker für die Bienen anschmeißt. Also vielleicht sollte ich zum Grundsatz erstmal sagen, ihr solltet auf jeden Fall einen Dardan Smoker benutzen. Ich kenne keinen anderen Smoker, der so hochwertig ist wie der Dardan. Einmal gekauft und der geht eigentlich nie kaputt. Der Smoker ist selbstreinigend. Wenn es doch mal zu dreckig wird, habe ich hier einfach nur ein stumpfes Messer und damit wird lediglich hier, also hier, ne, das ist noch nicht mal nötig, das zu reinigen, aber nur um es mal zu zeigen, das wird einfach hier nur mechanisch ausgekratzt. Da kommt weder eine Lauge drauf, noch irgendeine Säure, noch irgendwelche weiteren Kratzaktionen. Das Ding ist ja so in Dauerbenutzung, zumindest bei mir und auch in der Hobbyimkerei. Macht es nur Sinn, den Smoker eben mechanisch auszukratzen. Mehr braucht man da nicht tun. Und das mache ich auch sowieso als Berufsimker auch nur zweimal im Jahr. Wir haben hier noch den alten Hanf, den kann man ja wieder verbrennen. Auch hier, um es nur kurz zu zeigen, also ja, man kann hier kratzen, aber man muss es nicht tun. Klar, wenn es irgendwie komplett zu ist, dann sollte man da schon. Ansonsten alles gut soweit. So, weg damit. So. Und jetzt machen wir das Ding an. Ich nehme dazu einfach nur ein Taschentuch, bestenfalls ein verrotztes. Dann ist es auch keine Müllverschwendung. Jetzt heute habe ich leider nur ein neues. Hälfte reicht. Anzünden. Na, der Wind. Komm schon. So. Wenn das Ding zur Hälfte verbrannt ist, gut durchpumpen und jetzt kommt die erste Handfüllung rein, ein bisschen runterrütteln und durchpumpen. Pumpen, pumpen, pumpen. Wenn ich jetzt aufstopfen würde, geht das Ding einfach nur aus. Ihr seht, wir haben den Glutkern hier wirklich zentral in der Mitte, so wie es sein soll, aber wir haben hier noch nicht einen durchgängigen Rauch, das heißt, wir haben wirklich nur hier einen Glutkern, wir wollen den aber überall drin haben. So, während dem Pumpen kann man gleichzeitig wieder stopfen. Bitte keine Eierkartons verbrennen, die haben Leimstoffe, das wollt ihr nicht im Bienenvolk haben. Auch keine Zeitung verbrennen, die haben Druckerschwärze, wollt ihr auch nicht drin haben. Und schon dreimal nicht irgendwelche Kräuter, auch wenn das vielleicht ökologisch ist, aber Honig nimmt ganz schnell Fremdaroma an. Und stellt euch mal vor, man verbrennt hier drin Salbei und Rosmarin, was ich ja auch toll finde vom Geruch, aber das hat halt beim Bienenvolk nichts verloren. Der Hanf ist ein total toller Rohstoff, der auch ohne Spritzmittel angebaut werden kann. Zumindest von der Firma, wo ich das kaufe. Also komplett ökologisch diese Späne. Gibt es wie Sand am Meer sozusagen und ich kenne auch tatsächlich kein anderes Produkt, wo eben so schön brennt. Beim Smoker ist besonders wichtig, dass wir auf die Temperatur achten. Bedeutet, wir wollen ja auch unsere Tiere nicht verbrennen. Heißt, jetzt kommt das Wichtigste rein, Gras. Ihr könnt auch nasses, vertrocknetes Gras nehmen, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist eben nur, dass diese Smokerkappe mit was frischem Feuchtem gefüllt wird, um zwei Dinge zu erreichen. Das eine ist, mit dem Gras könnt ihr eine Stichflamme vermeiden. Und das zweite ist, man kann dadurch den Rauch ja deutlich runterkühlen. Und ich sage immer so aus Spaß und auch im Imkerkurs, raucht euch erstmal selber an. Und wenn es euch nicht weh tut, dann tut es auch der Biene nicht weh. Weil man muss sagen, auch jetzt wird es schon wirklich sehr warm. Ja. So, geil. Also nennt mir einen Smoker, der genauso gut funktioniert, außer der Dardan. Wie gesagt, ich kenne keinen, tut euch einen Gefallen, kauft euch so ein Teil. Ist halt einmal etwas teurer, knapp 90 Euro und dann habt das aber. Der Blasebalg ist austauschbar und auch für einen Anfang empfehle ich, wenn der Smoker ganz neu ist, pumpt den einfach mal so eine Stunde hier durch, dass wir hier diesen Riss im Smoker bekommen. Dann geht er nämlich viel einfacher vom Handling her. So, und dann gilt immer, wenn ihr über ein Bienenvolk seid, bitte nicht so halten. Da könnten tatsächlich Glutspäne trotzdem rausfliegen. Der Smoker wird immer gerade gehalten. Nicht umsonst haben wir hier eine Schräge drin. Das heißt, wenn hier das Bienenvolk ist, nehmen wir mal den Eimer als Beispiel für ein Bienenvolk. So wird nicht reingeraucht. Wir rauchen wirklich so dann rein in die Kiste. Ja.
Ich hoffe, ich konnte inspirieren mit diesem wunderbaren Werkzeug. Und bis zum nächsten Video. Ciao.